Im Haus Mostviertel in Öhlingen wurden die Obstbestimmungstage abgehalten. Bauern und Privatpersonen aus der Region hatten Früchte abgegeben, um sie bestimmen zu lassen. Die Moststraße und das Mostviertel hat eine einzigartige Kulturlandschaft mit Birnbaumzeilern, mit jahrhundertealten, wunderschönen, großkronigen Birnbäumen mit ganz einzigartigen Sorten. Wir haben knapp 250 bekannte Apfel- und Birnensorten. Manche davon gibt es nur bei uns im Mostviertel. Und es ist natürlich unser höchstes Ziel, diese Sortenvielfalt zu erhalten und zu erweitern. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man den Baumbesitzern und Besitzerinnen die Möglichkeit gibt, ihre Sorten auch bestimmen zu lassen. Für die Bestimmung der Obstsorten waren zwei Pomologinnen vor Ort. Das sind Apfel- und Birnenexpertinnen. Also Apfelbestimmung oder auch Birnenbestimmung erfolgt, also phänologisch sagen wir dazu, das heißt nach äußeren und inneren Merkmalen. Wir schauen uns die Früchte an, wie groß sind sie, welche Farbe haben sie, wie schmecken sie es dann, das sind die inneren Merkmale. Das heißt, wir schneiden die Früchte dann auf, schauen uns innen an, wie ist das Kerngehäuse, wie ist der Stiel, wie ist die Kelchgrube und so weiter. Und dann verkosten wir die Früchte noch, denn der Geschmack ist einzigartig bei jeder Sorte. Und so können wir dann letztendlich eine Sorte bestimmen oder auch manche nicht. Beim Anschauen und Verkosten kann man eben nicht alle Sorten unterscheiden. Manche Sorten gibt es nur einmal. Drum kann ich auch die Genetik von einer Pflanze feststellen. Und darum haben wir an der Moststraße ein Projekt gestartet, dass wir von allen unseren Apfel- und Birnensorten, die wir in der Region haben, eine genetische Analyse durchführen und genetische Fingerprints von unseren Apfel- und Birnensorten hier anfertigen lassen. Weiterhin wird zur Bestimmung des Obstes aufgerufen, denn das nutzt auch den Forscherinnen. Zum Beispiel im nächsten Termin, im Oktober, am 20. und 21. Oktober an verschiedenen Abgabestellen Äpfel und Birnen abgegeben werden können und da kostenlos eindeutig pomologisch bestimmt werden, damit man weiß, was man zu Hause hat. Weil nur wenn ich weiß, welche Sorte, vielleicht welche Rarität ich zu Hause in meinem Baumgarten, in meiner Streuobstwiese ich habe, dann erhalte ich diese auch und kann dazu beitragen, diese einzigartige Kulturlandschaft im Mostviertel zu erhalten. Also Sortenbesitzer, jeder kann mitmachen, der Obstbäume zu Hause hat. Auch die vom Nachbarn kann man bestimmen lassen. Und zwar man muss 5 reife Früchte abgeben bei den Sammelorten an den Sammeltagen. Das sind 20. und 21. Oktober. Wichtig ist gepflückte Früchte, damit sie keine Druckstellen haben und keine Faulstellen haben. Und die werden dann, ein Begleitformular muss man noch ausfüllen und die werden dann eben von uns bestimmt. Dabei wird vielleicht so manche Obstsorte entdeckt und erhalten.